Felix, das erste Testspiel der Saison nach guter Woche Vorbereitung. 2-1 gewonnen gegen Kriens, zwar nicht über 90 Minuten, aber über 60. Wie war das Feeling heute? Also man sieht, dass wir haben nur eine Woche in die Beine haben, ich denke. Wir sind noch ganz weit von unserer Fitness. So, ja, heute war ein gutes erstes Spiel. Also gut, da wieder mal gleich so ein bisschen unter nicht Trainingsbedingungen, sondern gegen einen anderen Gegner können spielen. Von der Intensität her, wie war es? Ja, genau. Es ist nicht das gleiche wie im Training, oder? So, ja, wir haben gesehen, dass im Spiel es ist eine andere Intensität. So, ja, wir haben noch Arbeit vor uns. Wie bist du zufrieden? Es war zuerst ein bisschen hart, hat man das Gefühl von außen. Am Schluss hat er gleich 2-1 gewonnen. Du hast das Goal geschossen, hast schon Penalty verschossen. Wie bist du zufrieden? Ja, so, es ist, wir haben eine andere Idee, einen neuen Trainer. So, es ist normal, dass es am Anfang nicht so einfach ist. Aber wir haben nur eine Woche vom Training. So, ja, wir sind geduldig, wir bleiben geduldig. Wir wissen, wir haben noch 4 Wochen oder vor uns. Ja, ihr habt doch ein bisschen anderes System gespielt als letzte Saison. Ja, ein anderes System, aber das Wichtigste ist nicht das System, aber die Einstellung von uns. So, ja, wir werden noch lernen und noch arbeiten. Quentin, das erste Testspiel der neuen Saison, die Vorbereitung läuft. Wie war dein Gefühl heute auf dem Platz? Ja, das Gefühl war gut, das ist immer gut zum Spielen. Und das Wichtigste war auch zu gewinnen. Wir haben, ich denke, gut gemacht, 2 Tore gemacht und ja, das ist das Wichtigste. Wie intensiv war jetzt die erste Woche von der Vorbereitung? Was war der Schwerpunkt in der Vorbereitung? Wart ihr heute vielleicht auch etwas müde, weil ihr sehr intensiv trainiert habt? Ja, wir haben sehr intensiv trainiert. Das ist immer schwer, die ersten Wochen. Aber wir brauchen das, für dann in die Saison bereit sein. Und wie schwierig war jetzt die Umstellung, jetzt das erste Spiel und Dave Wagner, ein neuer Trainer? Wie schwierig war das für dich als Spieler? Ja, es gibt neue Sachen zu machen. Und wir müssen trainieren, das wird Zeit genommen. Aber ich denke, dass in 4 Wochen wir sind bereit für Meisterschaft und Europa. Und du hast heute ein Tor geschossen, das passiert auch nicht in jedem Spiel. Herzliche Gratulation. Ja, ich mache nicht viele Tore, aber heute war ein schönes Tor. Und ich hoffe, dass diese Saison ich mache weiter. Esteban, herzliche Gratulation, jetzt nicht nur zu dem Sieg, sondern dir persönlich zu deinem Comeback. Natürlich eine riesige Geschichte, lang verletzt gsi, eine harte, lange Leidenszeit. Heute bist du zurückgekommen. Wie geht's dir? Wie ist das Feeling auf dem Rasen? Ja, war das Feeling perfekt. Ich bin sehr zufrieden zu wieder Comeback mit Mannschaft und aufs Feld auch Gefühlen und so. Sensation wieder bekommen. Und ja, das war perfekt, sehr zufrieden. Und wie geht es deinem Knie? Wie fühlst du dich? Hast du irgendwie noch Schmerzen oder ist es im Kopf vielleicht noch? Oder bist du 100% zurück? Ja, ich bin 100% zurück. Knie ist perfekt und auch im Kopf keine Angst. So, das ist perfekt für mich, zu wieder Fußball spielen. Und wie war jetzt der Start heute? Das erste Testspiel, das kurze Testspiel. Aber wie war der Start in die Vorbereitung mit dem neuen Trainer auch für dich? War perfekt. Ich habe wieder vor Ende der Saison mit der Mannschaft können spielen und ich habe gut gemacht und Comeback war auch perfekt mit der Mannschaft. Und jetzt geht es gar nicht mehr so lange, bis die Saison wieder kommt. Heute waren auch 300 Zuschauer hier und es werden wahrscheinlich noch viel mehr. Also perfekt auch für euch als Mannschaft, für dich als Spieler, wieder mit Zuschauern spielen zu können. Ja, das ist viel besser mit Zuschauern. Spielen und Emotionen bringen. Und ja, das ist gut so. Wir freuen uns. Alles Gute. Vielen Dank und weiterhin gute Vorbereitung. Dankeschön.